Wow, ist der nice, Alter. Und damit herzlich willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Wie ihr seht, bin ich hier gerade am Wheelies üben. Oh, die laufen schon wirklich gut. Ja, und es macht mir gerade extrem Spaß. Schnellerer Wheelie und jetzt weiter nach hinten gehen. Und jetzt werde ich deutlich langsamer gleich. Ich wirf auch noch mal kurz hier ein Zwischenwort ein. Ich werde jetzt gleich noch mal im Anschluss ein Video aufnehmen, was ich bei meinem guten Schätzchen alles jetzt umgebaut habe bis jetzt. Sind ein paar geile Sachen dabei und wird euch sicher den einen oder anderen interessieren. Deswegen seid gespannt. Schaut unbedingt beim nächsten Video vorbei. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. In einem Video wollte ich eigentlich jetzt mal so ein bisschen das ansprechen, was ich so nach 6 Monaten von der Suchon halte und ob ich noch zufrieden bin oder mir wieder was Neues anschaffen möchte. Und ich muss sagen, zur Zeit gefällt mir die Suchon extrem gut. Also bei mir ist es genau mein Bike, das was ich mir immer erträumt habe. Kann mir ja sich vorstellen wie so ein Fitbike. Ich habe ja auch früher, da wo ich noch keine YouTube-Videos hochgeladen habe, habe ich ja auch mit meinem Bruder zusammen 2 Pitbikes gehabt und bin mit denen immer fahren gewesen, aber ja, und das jetzt als Elektro, wo es keinen stört, wo ich hier jetzt immer Wheelies machen kann, ohne dass es jemanden juckt, das ist halt schon eine geniale Sache. Ich kann sie nur jedem sowas vor ans Herz legen, der genauso gerne fährt wie ich. Einfach nur Spaß, 1-2 Stündchen. Auch mit dem Torque-Controller. Es hat so den Fahrspaß verändert. Jetzt sehe ich die schön langsam. Oh, jetzt bin ich fast gestanden. Aus dieser extremen tiefen Neigung vor und wieder Gas zu geben, jawohl, so wie jetzt gerade. Das ist halt nächster Step. Immer noch mehr das Gefühl kriegen. Oh, jetzt war ich ja wirklich auf Null. Ich habe jetzt auch gerade, vielleicht habt ihr es an meiner Hand gesehen, habe ich Vollgas gegeben. Nur ist die Reaktion, ja genau, jetzt, ich war gerade auf Vollgas und ich habe bei diesen Torque-Controller eingestellt, dass sie nicht so extrem aggressiv ab dem ersten kleinen Zentimeter entsteht, sondern die Leistung bahnt sich so ein bisschen auf. Wenn ich das umstellen würde, dann ist sie zwar von Anfang an aggressiver, aber das ist dann irgendwie die hier gerade zum Beispiel, wäre das dann echt kontraproduktiv. Ich werde auch jetzt einfach, ich blende euch einfach mal hier auch gerade so meine Einstellungen ein. Die habe ich für mich so ein bisschen rausgefunden. Die sind ganz geil für mich. Ich habe die Regeneration so auf 50-60 gestellt ungefähr. Das bedeutet, dass es wie so eine Art Motorbremse, wie bei einem Motor, Viertaktmotor, dass es von alleine, wenn ich am Gas runtergehe, dann tut es automatisch ein bisschen bremsen. Das ist auch ganz geil. Rettet auch ein manchmal das Leben, oder so ganz leicht zumindest, hat man noch ein bisschen mehr Zeit zu reagieren und auf die Bremse zu drücken. Ja, sonst habe ich Leistung volle Pulle und ich weiß nicht, wie es euch geht. Diejenigen, die auch eine Suchon haben, ich habe jetzt noch auf beiden Seiten, vorne wie hinten, die originalen Bremsen, die Bremsklötze drin und meine vorderen, Alter, die sind so schlecht. Ich kann die voll packen und es passiert so gar nichts. Dieser Stoppy auch oder sowas. Ich bin zwar eh nicht der größte Stoppy-Fahrer, das mag ich nicht so gern. Dennoch ist es irgendwie schier unmöglich. Und jetzt war ich gerade zum Beispiel komplett am Gas. Das ist ja der Nachteil, wenn man dieses Gas nicht so aggressiv einstellt, kann ich nicht direkt, wenn ich jetzt einen Stoppy mache und jetzt geht es zuerst hoch. Genau, die braucht immer so eine, das ist so ein bisschen verzögert. Eigentlich möchte ich das aber auch nicht gerne umstellen. Ja, Leute, ich hoffe, ich habe dieses kleine Zwischenvideo gut gefallen. Wie gesagt, ich werde jetzt im Anschluss nochmal ein, was habe ich alles verändert an meiner Suchon hochladen.
Falls es euch interessiert, dann schaut unbedingt gerne vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.